Hallo Greta Kucker, wir machen heute Milzschnitten für Zugmühlenanlage. Als erstes müssen wir gleich mal die Milz schaben. Das heißt, zuerst müssen wir mal schauen, dass wir die Haut rüberkriegen. Das ist ein bisschen eine Spülerei bei der Milz. Allerdings ist sie sehr zäh, das heißt, wenn die drinnen ist, schmeckt es nicht so gut. Mal schauen, dass wir sie rüberkriegen. So, wenn wir jetzt die Haut hier unten haben, auf der einen Seite, können wir schon zum Schaben beginnen. So, das geben wir gleich in eine Schüssel. In der Schüssel habe ich schon Knoblauch drinnen, das habe ich zuerst schon gepresst, ein Zeichel. Da kommt das jetzt dazu rein. So, wenn wir das jetzt fertig gemacht haben, ist es am besten gleich das Ganze zu waschen, weil das Ganze ziemlich picken tut. Und dann können wir schon wieder weiter machen. In die Masse geben wir jetzt ein Ei, ein bisschen eine Muskatnuss, eine Prise. Und ein bisschen Pfeffer. Wunderbar. Das verrühren wir jetzt ein ganz schön. Falls es sich nicht gut verbinden sollte, einfach mit einem Schneebesen verrühren. Geht genauso wunderbar. Fertig ist die Masse für die Milzschnitten. Nehmen wir sie als nächstes Toastbrote, die da mal entrinden. Und mit dieser Masse bestreichen. Ich lasse das Toastbrot gleich dann ein bisschen stehen, ein paar Minuten, damit die Masse ein bisschen weiter einzieht. Dann schmeckt das, finde ich, noch besser. Wunderbar. Zweite Mal gleich. Pfanne mit Öl habe ich schon hingestellt. Das muss jetzt noch mal heiß werden. Und dann kann man das schon zum Herausbraten anfangen. Dann gleich schauen, wie heiß die Pfanne ist, wo wir dann damit schon beginnen können. So, wenn das Fett heiß ist, einfach mit der Seite, wo die Milz oben ist, hineinlegen und anbraten lassen. Wenn das einmal unten braun ist, wird es dann einmal kurz umgedreht. Wenn es unten schön abbraten sind, einfach umdrehen, dass man das Toastbrot auf der Seite auch schön knacken kann. So, wunderbar. So, die ersten Milzschnitten sind fertig. Können wir da schon rausnehmen. Schon wunderbar aus. Die nächsten nehmen wir gleich da rein wieder. Und dabei können wir schon zum Anrichten anfangen. Was ist das so mit Schnitt dabei? Diagonal aufgeschnitten. So. Suppe. Ein bisschen Gemüse gemeine.
Das schaut immer gut aus. Schnaufele in der Mitte. Und dann legt man gleich die Milchschnitten nach. So. Und fertig sind unsere Milchschnitten. Wie immer im Anschluss das Rezept für die Milchschnitten. Für die Windsuppen gibt es ja ein eigenes Video. Da habt ihr jetzt auch die Info dafür vorher schon gehabt. Wie immer, gutes auch gelingen und guten Appetit. Ich lasse mir es jetzt schmecken.